40 vom Escamillo, der ist Ihnen sicherlich am heutigen Vormittag auch schon ins Auge gestochen. Und auf dem zweiten Zirkel sage ich Hallo zur Katalognummer 54, dem Nachkommen des Feinrich aus Fiedertanz. Tja, Escamillo, diesen Escolar-Sohn hier vorstellen zu wollen, das sind die Eulen nach Athen oder das Bier nach Bayern. Das tut eigentlich so richtig gar nicht mehr Not. Dieser schwarzbraune Hengst bis in die Intermediärklasse, siegreich unter Manuel Dominguez Bernal für die Hengststation Schockemühle, ist natürlich stark vertreten mit Nachtzucht aller Orten auf den Kürplätzen Deutschlands. Hier Depardieu und Donnerschwee in der Ahnentafel, im Ahnengefolge der Mutter. Die Zuchtstätte De Bay aus Lemgo, Wiembeck, natürlich ganz besonders anspruchsvoll, was den Stamm und eigentlich noch besser die Familie angeht. Drei sporterfolgreiche Nachkommen aus der Mutter, auch schon bis Intermediär 1, das gleiche gültig bis Grand Prix aus der zweiten Mutter, dieser Donnerschwee-Tochter. Die dritte Mutter lieferte erneut zwei gekürte Hengste. Sie erinnern sich gut an Roll Angelo 1 und auch 2, die beiden Rosenkavalier-Söhne, die es bis zur schweren Klasse geschafft haben. Und eigentlich hätten wir damit starten sollen, Rembrandt, seinerzeit unter Nicol Uphoff vom Romadur. Der war Fernsehstar und der hat Einzel- und Mannschafts-Olympia-Gold gewonnen, war Europameister und Weltmeister. Dann kommt Rosario, dann kommt Ramon, dann kommt natürlich Dr. Rainer Klimke unvergessen. Lassen Sie mich das Ganze mit den Worten beenden, dass dieser westfälische Stutenstamm der Dodono ein Jahrhundertstamm ist, aus dem Sie, liebe Kaufinteressenten, hier die einmalige Gelegenheit haben, sich eines Hengstes käuflich zu bedienen. Die 47. Und wo nun der Handwechsel erfolgt ist, ist es sicherlich auch entsprechend angebracht, die 54 mit einigen Worten zu bedenken. Feinrich, das ist wieder die allgegenwärtige Hengststation von Herrn Schockemühle. Ein Fürst Heinrichs Sohn über Sir Donnerhall, Don Schuf, Rosandro, Gepard und Big Bube, so ist er gezogen, dieser Feinrich. Ein relativ junger Hengst noch, der in der mittelschweren Klasse oder bis dahin inzwischen gefördert ist. Interessant wird es hier auch über die Mutter, die mit Fiedertanz und Cerbedo sowie Donnerhall über Sandro Hit Inzucht erfährt. Das ist ja oftmals, wie Sie als Züchter alle wissen, gerade in der etwas zurückgelegenen Generationenfolge top interessant. Ein Schuss Inzuchtblut. Naja, und dann sehen Sie selbst, der hannoversche Stutenstamm mit gekürten Hengsten wie Fürst Käfenhüller, der ging ja, Florestan Sohn war das seinerzeit auch bis Grand Prix, war mal Bundeschampion. Das Jahr darauf sechsjährig Vize-Bundeschampion. Royal Angel vom Rohdiamant ging bis S. Bohemian. Davon haben wir inzwischen ja auch hier Nachzucht Don Bedo 1 und 2. Auch diese auf großem Dressurpflaster zugange. Royal Blend, Intermediär 1 erfolgreich. Dieser Rotspurensohn, der das Landgestüt Celle seinerzeit bereichert hat. Shakespeare in Love, auch hier kennen wir uns als hannoversch Verbundene bestens aus. Und viele, viele Dressurhengste und Dressurpferde, will ich besser sagen, die den Grand Prix oder den Weg in den nationalen, aber auch internationalen Grand Prix Sport gefunden haben.
Vielleicht ist stellvertretend als einer der besten Why Me zu nennen vom Westerland. Oder ich erinnere mich auch noch an Fregenet vom Florestan 1, der bei den jungen Reitern super Erfolge feiern konnte. Das zur 54 aus der Zuchtstätte des Herrn Rüdiger Gollius. Ein Münchner, man sollte es kaum glauben, steht mit seinem Kfz im Wege. Der hätte eigentlich auch mit dem Fahrrad kommen können, ne? Fritz, München BH 490, München BH 490, also BH lediglich als Autokennzeichen. Bitte fahren Sie Ihren Pkw an geeignetere Stelle. Herzlichen Dank hierfür. So, auch STHN 800. STHN 800. Bitte parken Sie Ihr Kfz noch in zeitnaher Folge woanders hin. Dankeschön für das Verständnis, Herr Stümpel.